Hallo, heute früh um 10 Uhr war es soweit, da gab es eine eilig einberufene Pressekonferenz aus der Steiermark, aus Graz, wo der dortige Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Kam das für Sie überraschend? Naja, in der steirischen ÖVP gibt es ja eigentlich schon seit Jahren massive Bemühungen, den Landeshauptmann abzulösen. Schützenhöfer hat heuer seinen 70er gefeiert und man hat gedacht, dass im Rahmen seines 70ers der Rücktritt schon erfolgt. Also die Gruppe rund um den Nachfolger Christoph Drexler hat massiv gedrängt und der Landeshauptmann hat sich sehr, sehr lange gewehrt. Anscheinend hat er jetzt einen Widerstand aufgegeben und den Weg für eine Erneuerung freigegeben. Was das dann für die Steiermark bringen wird, wird man sehen. Der Landeshauptmann Schützenhöfer war jetzt keiner der schlechten Landeshauptleute, also jemand, der eher vom alten Schlag war, jemand, der ein Miteinander gesucht hat, der eigentlich mit allen Parteien recht gut konnte. Der Christoph Drexler, der Nachfolger, ist eher ein kontroverserer Kandidat, jemand, der zum Beispiel mit dem Freiheitlichen überhaupt nicht kann, aber auch den Roten sehr distanziert gegenübersteht. Also das war halt einmal, sagen wir mal, wenn sich nicht viel ändert und wenn der Christoph Drexler seine Linie durchzieht, eine Ankündigung für Schwarz-Grün auch in der Steiermark. Jetzt sagen Sie, dass eben hier Hermann Schützenhofer schon seit einigen Jahren innerhalb der Partei in der Steiermark immer wieder Widerstand hatte. Er ist doch erst seit 2015 im Amt als Landeshauptmann, also noch gar nicht so lange. Für einen Landeshauptmann ist 7 Jahre. Ist das nicht doch etwas früh dafür? Und warum ist das so sozusagen? Und auf der anderen Seite, was bleibt denn von Hermann Schützenhöfer als steirischer Landeshauptmann? Nein, die Bilanz von Hermann Schützenhöfer ist grundsätzlich hervorragend. Man darf nicht vergessen, die SPÖ war rot regiert und der Landeshauptmann Voves hat nur den Landeshauptmann bekommen, weil der rote Landeshauptmann nach einer Wahlniederlage keinem einzigen in seiner eigenen Partei zugetraut hat, den Landeshauptmann zu übernehmen. Dann hat man als stärkere Partei der ÖVP den Landeshauptmann geschenkt. Bei der nächsten Wahl hat Hermann Schützenhöfer die Mehrheit bekommen, wurde stärkste Partei. Also er hat die Steiermark wieder erschwarzt. Also das ist sicher eine Leistung, die man anerkennen muss. Er hat auch die Steiermark relativ gut geführt, das muss man auch dazu sagen. Aber Schützenhofer war niemand aus dieser Kurzpartie, ne? Kein Young Boys Network, er war jetzt um die 70. Und Sebastian Kurz hat schon sehr, sehr lange gesägt. Das hat ihm Schützenhofer auch dann gedankt, indem Schützenhofer auch massiv daran beteiligt war, dass Sebastian Kurz die Politik verlassen musste. Mhm. Inwiefern war da der Zusammenhang? Naja, der Schützenhöfer wollte sich halt nicht von Wien absegeln lassen. Also als Landeshauptleute lassen sich ganz selten gerne etwas von Wien ausrichten und schon gar nicht, wenn es um den eigenen Sessel geht. Also da gab es schon lange Differenzen. Die Steirer sind auch immer ihren eigenen Weg gegangen, sind eine sehr machtbewusste Partei. Und natürlich auch Schützenhöfer hat in letzter Zeit auch intern immer größere Probleme bekommen. Man darf nicht vergessen, das Wahldebakel in Graz. Das wurde ihm zum Teil angelastet, wobei der abgewählte Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel ja eher ein Drexler-Typ ist, also jemand, der wie Christoph Drexler eher ein Liberaler, ich merke jetzt dieses weltoffen nicht, aber eher urbanerer Typ ist und eher ein Intellektueller. Also der Schützenhöfer ist auch ein sehr kluger Politiker, aber eher hemdsärmelig noch vom alten Schlager, ein echter Landeshauptmann. Es gibt natürlich viele Parallelen zwischen den beiden und auch eben, wir haben schon angesprochen, Christopher Drexler, sehr erfahren, 30 Jahre bereits in der Politik mit seinen jetzt gerade 51 Jahren, die er hat, also sprich schon seit sehr jungen Jahren hier einfach im politischen Geschehen mit dabei. Sie waren zum Beispiel beide über den ÖRB, waren bei der jungen ÖVP, waren auch im Steirischen Landtag, waren sie vertreten und so weiter. Also das heißt, da ist auch dieses Bündeldenken natürlich wieder gewissermaßen mit da. War es so auch vorauszusehen, dass eben Hermann Schützenhöfer schon seinen Nachfolger und auch eben Christopher Drexler als solches ins Spiel bringt? Und auf der anderen Seite soll ja heute noch sogar in trockene Tücher gebracht werden. Was wissen wir denn sonst noch über Christopher Drexler? Na, der Christopher Drexler ist ja de facto, wenn man es positiv formuliert, ein Berufspolitiker. Wenn man es negativ formuliert, jemand, der nur Parteien von innen kennt, aber kein Wirtschaftsunternehmen und noch nie sich in der Privatwirtschaft bewiesen hat. Er war als Landesrat, er hat eigentlich durchaus akzeptable Arbeit geleistet, das muss man ihm zugute halten. Er ist privat durchaus umgänglich. Ich kenne nur seine Frau ein wenig, dadurch ihn auch ein bisschen persönlich privat.
also durchaus umgänglich, aber ist halt jemand auch, der sehr direkt sagt, wen er mag und wen er nicht mag. Also zum Beispiel mit den Freiheitlichen kann er überhaupt nicht. Also die verachtet er fast richtig gehend und ist eher ein Anhänger von Schwarz-Grün. Und wohin Schwarz-Grün grundsätzlich führt, das sehen wir hier auf Bundesebene, das sehen wir jetzt in Vorarlberg, das sehen wir jetzt in Tirol, das sehen wir in Salzburg. Also ob dieses Misserfolgsmodell weitergeführt werden soll, das wage ich zu bestreiten.